Ah, oh, wieder auferstanden. Willkommen zu Let's Play Raft. Wir waren dabei. Also wir haben alles sortiert. Die Kisten sind jetzt großteils sortiert. Ich nehme die jetzt mal auch mit. Und platziere diese mal da drüber. Was da reinkommt, das wissen noch nicht, die Götter noch nicht. Ein Nachteil davon, dass man alles so platzieren kann, wie man will. Es ist nicht symmetrisch. Oh Gott. Okay, das macht's lustig. Also, was haben wir hier unten drin? Palmblätter und Holz. Und Steine. Hier haben wir allesamt Erze drin. Hier haben wir eigentlich nur Krus drin. Da können wir mal überlegen, was wir da reinpacken. Ich glaube, das hier oben ist die Grußkiste und hier kommt nur Nahrung rein. Nahrung und Pflanzen. Das ist Grußt. Das hier gehört zu dem Grußt. Das gehört da gar nicht rein. Und das hier sind die Fische. Das ist das Fleisch. Hier unten ist das Rohgemüse und hier sind Samen. Das hier gehört dazu. So, und hier kommt Krust, Krust, zweimal dieselbe Suppe. Dann kommen hier die Federn hin. Sonst noch irgendwas, was ich vergessen habe? Eigentlich nicht. Das Lager ist leer, hier ist noch was drin, hier ist Nahrung drin. Dann kommt das da rein. Das. Das und das. So, jetzt ist alles leer und sortiert. Dafür habe ich jetzt eine so ewig lange Wand gebraucht. Naja, im gewissen Fall wird es irgendwann eine Doppelkiste voll Holz geben, eine von Palmblätter. Also so unnötig ist die jetzt nicht. Aber all das, was ich jetzt eingesammelt habe, ist sowieso nur behilfsmäßig. Es wird sich irgendwann sowieso anders ergeben. Dementsprechend. Aber darauf können wir uns eigentlich schon vorbereiten. Oh, guck mal, Harald hatte Spaß. Yay, wenn Harald Spaß hatte, haben wir das auch. Wir haben auch sehr viel Metallerz und so bekommen. Das war nochmal die Erzkiste. Das können wir machen, eigentlich drei dieser übereinander. Und dann oben hinschreiben, für was die sind. Also wir haben auch einen Haufen von Metallerzen bekommen. Das werde ich jetzt mit der Zeit einschmelzen und alles andere herstellen. Wir schauen uns jetzt mal alles an. Nützlich beim Melken. Leere Flasche. Kunststoff. Klibber. Den Reiniger haben wir, den Grill haben wir. Den Topf. Das ist ja für andere Mahlzeiten. Den brauchen wir aktuell noch nicht. Anbauflächen sind wir später. Sprinkler bewässert den Pflanzen automatisch. Es scheint jedoch eine Batterie zu fehlen. Das heißt, wir müssen langsam in Richtung Batterien gehen. Ein Bett. Ja, also für das meiste brauchen wir Kunststoff. Ich sammle nochmal alles ein. Kommen Sie nah, gute Frau. Oder schlechte Frau. Oder Frau. So, wir haben jetzt ein Bett. Das Bett wird. Ja. Zack. Wir haben jetzt ein Bett. Da legen wir uns mal hin. Schnarch. Aufgewacht. Erstmal dehydriert. Nicht blind. E. Ich platziere das mal um.
Das sieht doch schon mal besser aus. So. Nebenbei machen wir noch ein paar Metallerze. So, wir haben das Bett. Schere für Wolle brauchen wir aktuell noch nicht. Schaufel. Nützlich, um Schmutz zu sammeln. Wüsste ich jetzt aktuell nicht, wofür wir Schmutz brauchen. Äxte, Angelruten, Insektennetz. Nützlich, um Insekten zu fangen. Ich weiß auch noch nicht, was ich mit Insekten mache. Pfeil und Bogen. Hört sich zwar interessant an, aber richte ihn auf ein Tier, um es zu fangen. Wir sind gerade noch auf keiner Insel, wo es Tiere gibt. Leiterplatte. Für elektrische Maschinen. Batterie. Batterieleiterplatte. Das ist wahrscheinlich so das nächste, was wir machen werden. Ja, vielleicht für den Empfänger. Und für die Antennen. Was ist das hier? Das sind Dekorationen. Okay, das heißt, wir holen uns den Empfänger und die Antenne. Und an sich ist das ziemlich einfach, weil ich hole mir einfach alles an Barren, das es hier gibt. Ne, die Ziegel brauche ich nicht. Aber das noch. So. Also. Leiterplatte. Mir fehlt Kunststoff. Dann kann ich drei Leiterplatten machen. Ja, mir fehlt Kunststoff. Das ist so nervig mit dem Kunststoff. Es könnte alles schön sein. Es könnte auch einfach immer nur Kunststoff fehlen. So, und zwar eine Batterie, die wir nicht aufnehmen können. Finde ich schon wieder super. So, Batterie. Leiterplatte. Wir machen mal drei von denen. Ich habe ja irgendwie gesehen. Empfänger. Antenne. Antenne. Wieder Kunststoff für den Empfänger. So, Empfänger. So, wir haben jetzt den Empfänger und die Laterne. Harald hat sich's schmecken lassen. Gut. Stellen wir jetzt mal hier hin. Batterie benötigt. Hatten wir nicht so. Ja, wir haben eine Batterie. Erfordert mehr Höhe. Neue Notiz. Was für eine Notiz? Fordert mehr Höhe. Das heißt, ich brauche einen kleinen Turm, wo ich das draufstelle. Okay. Die Frage ist, wo stelle ich meinen Turm hin? Hier so? Das macht eigentlich fast Sinn. Ja, ich möchte ja sowieso hier in der Nähe das Haus bauen. Eine Insel brauchen wir aktuell nicht. Wir haben zu tun. Ja. Und alleine für diesen Fakt werde ich erstmal mehr von den Kisten bauen. Zwei. Und zwar weil. Hier kommen Palmblätter und hier das. Dann kommen da unten erstmal nur Steine rein. Steine und Schrott sollte ich jemals Schrott im Überfluss haben.
Ja, das macht Sinn. Dann packe ich jetzt wieder mal das Ganze rein. So. Die da verarbeite ich zu neuem Leben. So, ich bin wieder durstig. Jetzt kann ich auch wieder. Irgendwie war das verbuggt. Naja. So. Ich könnte mehr angeln. Warte, wir steuern direkt drauf zu, kann das sein? Ich habe keine Wimpel. Warum? Ich habe vorhin die Wimpel gesehen. Ich will eine Wimpel. Gib mir die Wimpel. Da wir direkt drauf steuern, kann ich diese Insel so oder so nicht ignorieren. Ich habe mir gerade das Knie gestoßen, weil ich gewippt habe. Mami, ich habe Schmerzen. Die tun weh. Kann ich mir noch mal ein bisschen Eisen, Kupfer etc. etc. holen? So, das reicht. Yahoo! Yahoo! Warum fällst denn du Bäume? Du brauchst das Ganze nicht. Ja, aber die geben Kokos, Dinger, manche geben auch Mangos, so wie die da. Und vor allem geben beide Sachen hin und wieder Samen. Was ist denn das? Naja, die Mangosamen kann ich nicht mit aufnehmen. Das ist schlecht. Ich finde, dass die Tasche zu klein ist. Gut. Weil es gibt meistens ein bisschen mehr Zeug, was du mitschleppen möchtest. Aber du hast nie so wirklich Platz dafür. So, jetzt schaue ich mal hier. Hier ist absolut gar nichts. Ist es nur auf der Seite, wo ich bin? Scheint so fast. Tatsächlich. Dort, wo mein Boot ist, ist die einzige Stelle, wo hier überhaupt Stuff sein kann. Die ist sogar recht klein. Na gut. Wo habe ich denn die Samen hingetan? Ah, hier. Samen, die Nahrung. Metallerz einmal hier rein. Ich würde sagen, meine Ausbeute ist schon sehr gut, oder? Oder? Da ist das mit den Fischen.
Den Fisch und den. So, einmal Haiköder. Ich würde gerne noch. Nee, noch ein anderer Schrott. Einfach nur, damit ich mich sicher fühle. Harald? Da hinten bist du. Komm mal her. Nee, da hinten gibt es auch noch Stuff. Dann macht es Sinn, dass ich Harald hier beschwöre. Oh, er ist genau neben dir. Jetzt schnell, schnell, schnell. Ah ne, das sind Steine, die will ich nicht. Keine Steine für mich. Ey, was für eine Goldgrube. Das war ein Stein. Ey. Ich riskiere zwar, dass mich der Hai irgendwann frisst, aber hey. Kleines Mistvieh. Ich habe gerade noch so im Kopf überlegt, ja, wenn der mich jetzt sieht. Es ist auch schön realistisch, dass das Wasser runtergeht während dem Schlafen. Ändert nichts dran, dass das trotzdem sehr nervig ist. Harald, du hast verfehlt. Jetzt hast du getroffen. Tu mir nicht so sehr weh. Ich wusste es. Wenn da irgendwie so ein Stein ist oder so, dann verhaut er es manchmal. So, wie ist meine Ausbeute? Oh. Ich würde sagen, sie schmeckt. So, Harald ist an dem Teil, das können wir gerne durchgehen lassen, dass der bei meinem Boot ist. Ich habe doch aber gesehen, dass hier. Ja, hier ist noch echt viel. Ich werde mit mehr Haiködern arbeiten. Das macht gerade sehr viel Sinn. Ja, es macht sehr viel Sinn, gerade mit sau vielen Haiködern zu arbeiten. Holy, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Harald. Piu. Da ist er. Go, go, go. Hier ist noch, hier ist noch viel. Wenn ich mir so anschaue, wie das Metallerz dran wächst, also so ein bisschen habe ich aufgepasst in der Beschaffenheit. Also ich weiß ungefähr, wie Metallerz entsteht und ich weiß auch, dass Metallerz nicht an Klumpen so komisch seitlich erscheinen kann. Dann weiß man, dass das sehr, sehr verrückt hier alles ist. Das reicht hier. Intenses Game. Setang. So. Da ist noch ein bisschen Kupfer, das möchte ich noch mitgehen lassen. Das ist auch Metallerz. Und wieder runter. Das ist die andere Goldgrube. Das ist genau die Goldgrube. Die kein Gold beinhaltet. Harald lässt sich jetzt echt viel Zeit mit seinem Fisch. Oder schwimmt er die ganze Zeit an der anderen Seite rum? Das könnte sein. Ja, solange ich den nicht sehe, inspiziere ich hier nochmal ganz genau, ob ich nicht noch irgendwas vergessen habe. Und dann kommt die Meldung, ja, der Hai hat deine Raft kaputt gemacht. Ich so, so lange war ich doch gar nicht weg. Yep, ich habe es komplett ausgebeutet. Ja, der Hai war sehr großzügig zu uns. Boah, wir haben viel Seetang. Und oh, das ist sehr viel Metall. Viel Schrott. Ja, wir haben jetzt echt viel Schrott. Dafür bezahlst du. Ich nein. So, wir legen Anker. Und vorerst brauchen wir wirklich nicht mehr zu einer Insel zu gehen. Das hat uns jetzt so viel gebracht. Oh.
Wir bräuchten, was ich jetzt auch versuchen werde, schaffe ich eine zweite Schmelze. Trockenziegel. Nasser Ziegel. Ton und Sand. Alle Mann in Reih und Glied. Die zwei tanzen aus der Reihe. Ich glaube sogar fast, wir können zwei Schmelzen machen. Zwei, dann haben wir drei. Es sieht sau gut aus. Ich wüsste, ich kenne jetzt aktuell keinen Grund, warum wir nochmal auf eine Insel müssen. Die Insel haben wir sehr gut ausgebeutet. Ich bin stolz auf mich. Ja, ich bin stolz auf mich, weil ich eine Insel ausgebeutet habe. Dann ist unser nächster Move wieder viel Angeln. Und warten, bis wir genügend Plastik haben, um uns die erste Hütte zu machen. Dementsprechend kann ich jetzt hier auch die Folge mit Gewissheit beenden. In diesem Blick. Danke fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.